Snotters ist der Kampf um den Junkerhof lanciert. Das kommt bei den Gemeindepräsidentenwahlen zur Kampfwahl. Der amtierende Gemeinderat von der SVP, der Franz Ruppen, will dem amtierenden Gemeindepräsidenten von der CVP, dem Manfred Holzer, der Gemeindepräsidenten stühlen. Es kommt also zur Kampfwahl Snotters und heute hier zum Gespräch zwischen diesen zwei Kandidaten. Ich begrüße zu der weiteren Sendung RRO TV. Politik zu den Gemeinderatswahlen 2012. Manfred Holzer und Franz Ruppen, euch natürlich recht herzlich willkommen zu der Sendung. Ja, merci für die Einladung. Danke schön, guten Tag. Bevor wir zu ein paar Sachthemen von Snotters zu reden kommen, dürfen vielleicht also ein paar grundsätzliche Fragen hier diskutieren. Franz Ruppen, was meint ihr, soll ein Präsident abgewählt kommen, auch wenn er eigentlich keine wesentlichen Fehler während seiner Amtszeit gemacht hat? Ja gut, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es demokratisches Recht ist, dass jeder gewählte Gemeinderat hat, die Chance wahrnehmen und für das Gemeindepräsidium kandidieren. Wenn ich sehe, in der Gemeinderatswahl am 14. Oktober habe ich das höchste Resultat gemacht. Das ist für mich ein Vertrauensbeweis von der Bevölkerung und ein Auftrag, an den Gemeindepräsidentenwahlen teilzunehmen. Und ich habe mir das seit der Nationalratswahl eigentlich überlegt. Als ich auch schon ein Top-Resultat gemacht habe, Snotters, habe ich die verschiedenen Optionen mir durch den Kopf gehen. Und aufgrund von dem haben wir am Sonntag am Abend entschieden, dass ich in die zweite Runde gehe. Ich muss dazu sagen, das ist nicht unüblich, wenn man sieht, im Moment ist das in Zermatt der Fall, aber auch die CVP hat mit der Viola Amherd vor ein paar Jahren das Präsidium von Pierre Blanche in Brieg, dem amtierenden Stadtpräsident, strittig gemacht, im Moment in Siders auch wieder. Also von dem her ist das ein normaler Vorgang in der Politik. Ihr sagt jetzt seit dem Sonntag immer wieder, dass er eigentlich genügend Wählerstimmen bekommen hat und das eigentlich auch als ein Auftrag, als ein Zeichen gesehen von der Bevölkerung, dass er eben das Präsidentenamt übernehmen soll. Ihr selber, wollt ihr wirklich mit Liebe und Seele das Präsidentenamt übernehmen? Ja, selbstverständlich. Wenn nicht, dann würde ich mir das Ganze nicht antun, der zweite Wahlkampf wieder mit einem Haufen Engagement, mit einem Haufen Kästen, mit einem Haufen Zeit. Selbstverständlich will ich Präsident werden, sonst hänge ich nicht kandidiert. Manfred Holzer, wie volksnah muss ein Präsident sein? Das ist vielleicht etwas, was man Snotters eher jetzt um Franz Ruppen zu hat. Ich möchte gerade da an die erste Frage, weil das ist, glaube ich, genau die Kernfrage, was jetzt in dem Wahlkampf um das Präsidium der Gemeinde Snotters geht. Es geht aus meiner Sicht in erster Linie nicht um die Person Franz. Es ist ein Gäbiger, das kehrt Land auf Land ab. Und mir, ich glaube, ich bin ja so ein Untanen. Es geht wirklich darum, soll man in Snotters einen Präsident, weil jetzt 8 Jahre sein Amt wirklich mit einem guten Leistungsausweis hat, geführt hat, der eigentlich wirklich kompetent ist, erfahren, der eigentlich ein Schiff, das voll in Fahrt ist. Ein Schiff, das eine Strategie mitnimmt, was der Gemeinderat unisono einstimmig immer gewählt hat und gesagt hat, wer will jetzt in die Richtung, soll man jetzt in diesem Zeitpunkt einen Präsident abwählen. Ich glaube, das ist die Kernfrage in diesem Wahlkampf, wie gesagt, nicht um direkt um Personenwahl. Und jetzt zur Everfrage, also volksnah. Was heisst volksnah? Mein Lebensraum ist die Gemeinde Snotters. Also ich arbeite in Snotters, ich bin Gemeindepräsident von Snotters, bei 50% bin ich im Junkerhof tätig, der Nest bin ich als Notar tätig in Snotters. Ich lebe 10 Jahre länger in Snotters, was der Franz gehört, da kann er nichts dafür, er ist 10 Jahre jünger. Ich bin im Snotterscher Berg verwurzelt, auf der Platte Bellalp. Also ich darf wirklich sagen, ich bin verankert, verwurzelt in der Gemeinde Snotters. Die Gemeinde liegt mir am Herzen. Das habe ich in den letzten Jahren als Gemeindepräsident bewiesen. Und ich will euch den Auftrag, den ich da habe, den ich da vor 8 Jahre gefasst habe, habe ich immer gesagt, 3 Perioden ist wichtig für eine Gemeinde von Snotters. Und volksnah heisst für mich bürgernah. Das heisst, ich muss als Gemeindepräsident muss ich für alle ein offenes Ohr haben, also nicht nur für die CVP-Sympathisanten, sondern wirklich für die Gesamtbevölkerung. Und das habe ich in dieser Gemeinde bewiesen, dass das mir ernst ist. Ja, ich glaube, Präsidentenwahlen sind Personenwahlen. Da muss ich Manfred Holzer ein bisschen widersprechen. Die Resultate sind von der ersten Runde sind ein gewisser Wink, in welche Richtung das soll gehen. Ich bin mir sehr bewusst, dass in der zweiten Runde die Karten neu gemischt werden, dass es wieder bei Null anfängt. Aber ich glaube schon, dass das ein gewisser Auftrag ist. Und aufgrund von dem tue ich euch kandidieren und bin gerne bereit, wenn mir die Bevölkerung das Vertrauen aussprechen in dieser zweiten Runde bei dieser Präsidentenwahlen das Amt anzunehmen. Wie, für auf die Frage zurückzukommen, wie stark müssen ein Präsident oder ein Gemeinderat im Dorf verankert sein? Ich glaube, ich wohne
aber 10 Jahre weniger lang, weil ich 10 Jahre jünger bin. In Naturs bin ich da sehr verwurzelt. Die Resultate zeigen das euch. Ich bin ein Haufen Vereine dabei. Ich bin sonst im DRF unterwegs. Ich glaube, die Leute kennen mich und die Leute wissen euch, was schon im Europa-Franz haben. Das ist sicher in Naturs bekannt, euch darüber uns. Man kennt ja auch euch als kantonale Politiker. Wenn ich jetzt das Votum da von Manfred Holzerwelt aufgreife, wo er aber sagt, er sei der Captain von einem Schiff, der gut auf Kurs ist, und ihr aber der Captain eigentlich von dem Schiff, ja nicht vielleicht gerade vom Schiff, aber zumindest vom Kommandodeck, weil er den Weg hat, ja, der müsste doch irgendwie etwas sein, was ihr anders machen wollt. Was müsste man da ändern? Ja, ich bin der Meinung, dass, ich trete euch an unter dem Motto Präsident für alle, dass wir das Naturs in zwei Sachen in Sachpolitik, weil dich vermehrt der Finger oder der Fokus auf den Finanzen haben. Wir haben jetzt einen Haufen Projekte, und das ist richtig, die sind vom Volk, vom Gemeinderat, vom Gesamtgemeinderat angenommen worden, vom Volk auch angenommen worden, die sind auf der Führung. Aber wir müssen jetzt vermehrt den Fokus auf den Finanzen haben. Das ist, wenn die Projekte durchgesetzt sind oder umgesetzt sind, müssen wir konsolidieren. Und das Zweite ist eigentlich, dass ich vermehrt, weil die eben Präsident für alle sind, ein bürgernaher Präsident, im Volk verankert, zu Ohren bei der Bevölkerung. Und da habe ich das Gefühl, habe ich doch gegenüber dem Manfred Holzer einen gewissen Unterschied. Gut, meine da darf ich sicher auch kontra. Ich habe ja euch schon gehört, dass er es nicht besser machen will, er will es einfach anders machen. Habe ich gelesen. Und er hat uns schon gesagt, dass was er als Bürger noch versteht, ist, dass er das Bürgerbüro würde einrichten würde, wo man während einer Woche vielleicht 1-2 Stunden vorbeikommen kann. Man sich am Franz sagen, also wenn das 1-2 Stunden sind, dann sind das eigentlich Abbau an Dienstleistungen, die ich als amtierender Gemeindepräsident schon lange anbiete. Der Franz weiß vielleicht nicht, dass der Junkerhof ist keine Festung ist. Da kann jeder Bürger von Naturs einen Junkerhof haben. Ich bin im zweiten Stock oben. Bei jeweils, wenn ich nicht unterwegs bin, weil ich habe viele Projekte jetzt begleitet als Gemeindepräsident, bin ich am Nachmittag im Büro. Es gibt eine Liste, da kann man draufdrücken, der heisst entweder eintreten oder ich bin besetzt. Mein Natelnummer, nur so geht es so bürgernah. Also wenn ich hier meine Visitenkarte rausnehme, mein Natelnummer, habe ich immer, jedem, der mich kontaktieren will, hat mein Natelnummer, das ist also öffentlich, ich bin 24 Stunden. Bin ich als Gemeindepräsident im Amt und tue das eigentlich auch so warnen und wirklich setze mich für die Bürgerinteressen, für die Interessen, wie ich vorher schon gesagt habe, für die Allgemeinheit und nicht nur für gewisse Kreise von der Bevölkerung. Also gut, da muss ich Gott widersprechen, wenn ich gesagt habe, die Bürgergespräche, das soll natürlich nicht heissen, ein Abbau von Leistungen, dass nur noch zu den und den Zeiten das Gespräch da ist. Im Gegenteil, selbstverständlich muss ein Gemeindepräsident immer erreichbar sein, für Termine da sein, aber man kann zusätzlich Öffnungszeiten haben oder gewisse Zeiten haben, wo jeder euch kommen kann. Mein Nottelnummer ist euch, das ist seit Jahren im Internet, im Telefonbuch drin. Ich bin da euch immer erreichbar und wenn nicht, so tue ich zurückleiten. Also das muss schon klargestellt werden, dass das nicht soll ein Abbau sein, sondern im Gegenteil ein Ausbau von ja, das siehst du jetzt bei uns an, aber so wie es dir übergebracht hast, ist es genau ähnlich das Gegenteil. Nein, das ist, ich bin immer im Gemeinderat erreichbar. Wie gesagt, Tag ein, Tag aus, mein Natelnummer ist bekannt, meine E-Mail-Adresse ist bekannt. Also davon, dass du da mehr Bürger noch bist, also da müsste ich mich vehement dagegen wehren. Gut, ihr habt beide Natelnummer offen dargelegt. Was euch offen ist und euch bekannt ist, oder man kann es zumindest so sagen, dass ihr eigentlich im Rat eine sehr gute Stimmung habt. Klar gibt es da auch Diskussionen, wenn man um Sachthemen diskutiert wird, aber nach außen gilt strikt das Kollegialitätsprinzip. Man ist eine Einigkeit im Rat selber. Jetzt kommt es während 3 Wochen zum Wahlkampf. Man spürt es jetzt auch schon hier in der Diskussion, dass man vielleicht ein bisschen anders diskutiert wird als normal. Was meint ihr, die Stimmung nach der Präsidentenwahl im Rat, wird die anders sein? Also gut, vielleicht gab es zuerst, wir haben selbstverständlich im Rat auch harte Diskussionen, aber wir haben alle zusammen das im Rat gehalten. Es gibt andere Gemeinden, wo man mit dem ausgeht. Das ist in Naturs nicht so der Fall. Da wird intern hart diskutiert. Nachher steht man dahinter, auch wenn vielleicht nicht jeder immer hinter allem stehen kann. Die Präsidentenwahlen, selbstverständlich, es kann nur eine Gemeindepräsident werden. Eine wird verlieren. Das wird Wunden hinterlassen, das ist so. Aber ich kann sagen, wie auch immer die Wahlen rauskommen von meiner Seite, am 11.11. sind die Wahlen, ab dem 12. geht das Leben weiter. Und dann bringt es nichts da, wie auch immer nachträgend sie oder so. Es geht vorwärts und man muss das Resultat vom Volk akzeptieren. Und das sollte kein
Wunden oder keine negative Sachen hinterlassen, dass man eigentlich das einander nachtragen, weil wir müssen nach diesen Wahlen wieder zusammen vorwärts gehen mit dem Präsidenten, der am 11. vom Volk gewählt wird. Wie sieht es mit Manfred Holzer aus? Also die Kollegialität, die ist im Rat da, das stimmt. Also wir haben sehr gutes Einvernehmen. Wenn wir kämpfen um unsere Interessen im Rat, die sind immer oft wirklich verschieden. Es wird auch vehement diskutiert, aber es ist immer sehr auf einem anständigen Niveau. Es wird nicht persönlich und nachher schlussendlich hat man demokratisch entschieden. Selbstverständlich auch bei der Präsidentenwahl muss man einen demokratischen Entscheid akzeptieren. Da bin ich auch genügend lang Politiker. Aber man muss einfach nicht so naiv sein und meinen, dass ein Herausforderer kommt und ein amtierender Gemeindepräsident fanatisch war, wie gesagt, einen guten Leistungsweis hat. Man hat im Vorfeld nie irgendetwas kritisiert, was ich in dem Sinn falsch gemacht habe. Die Projekte laufen, das ist ganz klar, der Gesamtgemeinderat weiss das, das deckt sich mit der Aussage von Franz, dass wir müssen, wenn wir die Projekte haben, umgesetzt haben, dass in die Konsolidierung kommt. Und das haben wir im Gemeinderat von Arte schon vor Jahren bewiesen, dass das eigentlich kein Problem in Anführungszeichen ist. Wir haben, das wissen die wenigsten Leute, dass wir im Jahr 2001 haben wir mittel- und langfristige Schulden von 42 Millionen gehabt. Wir haben Cashflow, selbst erarbeitete Mittel von 3 Millionen. Hey, meine Vorgängerin, der die Nanzer, hat die Phase der Konsolidierung eingeleitet, ist mit diesen Schulden im Bereich gekommen. Weil ich habe es übernommen und bin eigentlich im 2007 im Bereich bei 15 Millionen gewesen. Fair an der Verwaltungsrechnung 2011 haben wir weniger mittel- und langfristige Schulden gehabt, war im 2011 sind 39 Millionen gewesen. Und für uns, da deckt sich die Gesamtgemeinde, ist ganz klar, dass wir jetzt müssen die Konsolidierungsphase, nachdem die Projekte umgesetzt sind, müssen umsetzen. Da haben wir einen klaren Auftrag und das werde ich selbstverständlich als Gemeindepräsident auch so machen. Bleiben wir vielleicht gerade mit dem Manfred Holzer. Ihr habt jetzt so geredet, als wenn er jetzt als Sieger von der Präsidentenwahl geht, aber dementsprechend der Euer, das Schiff soll weitergehen. Was ist, wenn er am Wahlsonntag, am 11. November, als Verlierer dasteht? Wie geht es mit eurer politischen Karriere jetzt bei der Gemeinde Unterschweiter? Grundsätzlich, die wollen mich kennen und ich bin ein optimistisch gestellter Typ. Ich kämpfe, ich habe das ja gesagt, ich bin sonst nicht der, der populäre Sachen und populistische Sachen ähnlich ausladen. Ich bin eher der Konsenspolitiker, das entspricht meinem Naturell, meinem Charakter. Ich tue mir ehrlich gesagt jetzt in dieser Sache nicht grosse Gedanken machen, weil mein Auftrag ist ganz klar, zum Wohle der Gemeinde Nathus die Politik weiterzuführen. Ich werde jetzt, ich sollte eigentlich jetzt die Projekte, die auf der Gemeinde sind, entwickeln und weiterarbeiten, nicht mich Eva, also 4 Wochen im Wahlkampf. Der Wahlkampf wird das ist sie, das ist es. Es bleibt einfach. Die Projekte liegen jetzt einfach liegen. Wir haben am 1.1.2013 müssen die Fusion, die muss laufen, die muss nicht dann umgesetzt werden. Das muss da nachher eigentlich laufen. Und da mache ich mir jetzt keine grossen Gedanken. Ich nehme jetzt die Herausforderung als Kampf an. Ich werde mich dementsprechend auch einsetzen. Werden wir zurück ins Glück und weitermachen? Also wie gesagt, ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht. Ich will jetzt zuerst schauen, was die Wählerschaft sagt. Ich hoffe, dass sie sich bewusst sind, was das für Konsequenzen hat für unsere Gemeinde. Weil es geht nicht in erster Linie um eine Personenwahl zwischen uns zwei, sondern es geht um die Zukunft von unserer Gemeinde, dass ein amtierender Präsident 4 Jahre seine Arbeit weiterleisten kann. Wenn er bitte hier so vor mir steht, so muss ich eigentlich gerade 2-3 Mal zurückschauen, auf einmal zu den Gemeinderatswahlen, wo der Franz Ruppen mehr Stimmen hatte als ihr. Wenn wir gerade wieder noch weiter zurückschauen bei den Nationalratswahlen, hat der Franz Ruppen auch mehr Stimmen als ihr. Das sind doch irgendwie Signale, die im Raum stehen, wie dir die Stimmendifferenz eigentlich werten? Gut, man muss die SVP, das sieht ja die Gesamtschweizer, die dort natürlich jetzt Thema besetzen, weil viele von euch wirklich das Gefühl haben, wohl, das ist richtig, das ist natürlich die Ausländerpolitik, weil immer ein Thema ist, das populistische, was natürlich die SVP gesamtschweizerisch hat, wo man polarisierend wirkt. Die CVP mit mir, wir sind eher aber Konsens mit den Partien, wird die halt vielleicht weniger aggressiv, nicht im negativen vielleicht Sinn. Der Franz hat nicht einen aggressiven Wahlkampf betrieben, hat nicht mich angeschossen, also nicht in der Form, aber einfach einen Wahlkampf betrieben, wie die SVP ist, einfach vor ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Wahlmaschinerie, das ist gut, das hat man jetzt schlussendlich auch den Erfolg bewiesen, wenn man wirklich um jede Stimme kämpft und die Leute mobilisiert, dass man einfach wirklich einen Wahlerfolg hat. Und wenn auch der Franz, ich kehre das im ganzen Dorf, die sagen mir, das ist ein Käppiger, das ist ein Flutte, also dem kann man wirklich stimmen. Sein Partikollege, der Yves Zuber, ist genau der gleiche. Und das gibt einen Schwung, das habe ich,
Das spüre ich. Ich meine, ich bin wirklich Volksleiter. Ich bin im Volk. Ich spüre das, was da abgeht. Und muss ich euch ehrlich gesagt gratulieren zu dem tollen Resultat, dass ihr zeigt, dass einfach die Wahlmaschinerie, die Wahlpropaganda gelaufen ist und für ihn natürlich für die Partei voll Erfolg ist. Wie wartet ihr die Stimmendifferenz? Ja gut, ich muss zuerst da etwas dazu sagen. Da der Vorwurf immer das gleiche von populistischer Politik. Ich glaube, wir haben in Naters einen guten Wahlkampf gemacht. Wir haben eine gute Liste gehabt. Wir haben die BDO bisherige oder Yves Zurwehr und ich glaube, 4 Jahre gute Arbeit gemacht. Darum haben wir auch das Resultat gehabt. Und die CVP hat vielleicht, weil schweizerisch haben wir gewisse Probleme bei unserer Partei gehabt, Elektoral in den letzten Nationalratswahlen, die wir vielleicht nicht mehr so können profitieren können. Aber ich glaube, die Leute haben auch gemerkt, die CVP hat gewisse Themen angeschnitten, die für den Kanton nicht sind gut waren. Wenn ich nur daran denke, das Raumplanungsgesetz, das in Bärau wegen der Mehrheit von der CVP durchgekommen ist, wo man hier will Bauland zurückzonen und so weiter, wo wir jetzt das Referendum ergriffen haben. Ich weiss, die CVP Wallis ist da nicht dabei, aber immerhin haben sich Iro Steneur, der Darbele und die Fiola Amherd nicht können durchsetzen zu Bären. Das diskutiert das Volk nicht mehr, wir haben das Tourismusgesetz. Gut, das ist nicht auf Gemeinde. Ja, aber das sind natürlich alles Auswirkungen. Und ich glaube, natürlich ist klar, ein guter Wahlkampf, eine gute Liste, eine gute Arbeit im Volk verankert sein, das bringt nachher die Resultate. Mhm. Der Wahlsonntag, 11. November, was spürt ihr so von den anderen Partien? Bekommen wir Unterstützung von der CSB? Wie sieht es vielleicht sogar von Seite S bei uns? Also selbstverständlich habe ich mich da bei den Verantwortlichen erkundigt, ob sie weiterhin mit dem Präsidenten, der 8 Jahre jetzt das Amt inne hat, weiterfahren wollte. Und sie hat mir wirklich versichert, weil sie sagen eigentlich eben genau das Gleiche. Und das ist die Kernaussage. Es geht nicht um Person Franz und Manfred. Es geht wirklich darum, dass in einer Phase, wo eine Gemeinde eine Vorwärtsstrategie hat, die eigentlich einmalig ist. Ich habe das immer sehr lobend von Land auf Land abgehört, was man eigentlich in Naters in einer relativen, nicht von den Finanzen, wenn ich Brieg vergleiche, aber das Doppelte an Selbstverständlichkeit haben wie wir, wo wirklich mit den Finanzen sparsam umgehen. Was man da, wenn man zusammen schafft, wenn man sieht, wir wollen zusammen für die Allgemeinheit, für das Allgemeinwohl schaffen, was man erreichen kann. Und da bin ich überzeugt, es muss einfach jetzt so sein, dass das Volk sagt, nein, wir wollen die 4 Jahre weiterfahren. Ich habe gesehen, 3 Perioden, was in 3 Perioden durch ist, da ist eine Vakanz da und da also sieht man, wie es da weitergeht. Eine weitere Legislatur als Präsident ist, also in dem sie aus eurer Sicht legitim aus eurer Sicht ist. Ja, gut, ich habe vorher schon gesagt, Manfred sagt, das weiterführen, das ist die Kernfrage. Ich bin der Ansicht, Präsidentenwahlen sind Personenwahlen. Die Resultate, die ihr vorher angesprochen habt, die sind klar. Aufgrund dieser Resultate habe ich euch kandidiert. Ich sehe das als Auftrag, habe auch sehr viele Reaktionen aus dem Volk bekommen. Was die anderen Parteien machen und öffentlich, habe ich jetzt noch nichts gehört, das sehen wir dann. Aber ich habe sehr viele Reaktionen aus dem Volk und schlussendlich ist eine Präsidentenwahl eine Personenwahl. Aufgrund von dem stelle ich mich. Stellen. Und jetzt gibt es eine faire Ausmarchung, hoffe ich, bis am 11. November. Und nachher nehmen wir das Resultat entgegen. Fakt ist, dass ihr jetzt eigentlich mehrfach nach der Wahl als Sieger seid da gestanden. Das macht natürlich auch Mühe, wenn ihr vielleicht noch weiter schaut. Im März sind euch wieder Wahlen. Habt ihr Ambitionen, vielleicht sogar noch eine Stufe weiter auf kantonaler Ebene zu politisieren? Also gut, ich werde, wie auch immer, das im November ausgeht, als Grossrat im März wieder kandidieren. Aber gut, ich nehme an, ihr redet angesprochen. Ja. Und da ist ganz klar, ich kandidiere am 11. März für Gemeindepräsident. Ich will Gemeindepräsident von Naters werden, weil mir das Dorf am Herzen liegt. Wenn ich Gemeindepräsident werde am 11. November, dann sind die Staatsratswahlen 2013 kein Thema. Dann werde ich nicht Kandidat sein, das ist ganz klar. Mhm. Wenn das im 11. November nicht sollte gehen, dann ist alles offen, mit dem befasse ich mich heute noch nicht. Befassen. Und wenn er gewählt ist, ihr habt mir vorher eigentlich noch keine so konkrete Antwort gegeben, wenn der Franz Ruppen am 11. November gewählt ist, was soll sich da konkret ändern? Also ich habe vorher gesagt, wir müssen die Projekte, die vom Volk angenommen worden sind, umsetzen. Nachher müssen wir das konsolidieren und wir müssen vor allem mit den Finanzen den Finger drauf haben. Und nachher habe ich vorher schon gesagt, es müsse sich in der Bürgernähe etwas ändern. Ich glaube, ich bin im Volk verankerter. Die Resultate und auch die Reaktionen haben das gezeigt, dass das Volk da etwas erwartet, dass ein Präsident vermehrt im Volk verankert ist. Dafür geht da vielleicht kein Kontra. Ich glaube, das wird der Referenz. Ich hoffe es ja nicht, dass jetzt in den nächsten 4 Jahren eintreffen wird. Ich wünsche ihm nachher auch später, wenn er irgendwas aneinander richten will, natürlich auch viel Erfolg. Aber er wird einfach sehen, also das Amt vom Gemeindepräsidenten in Naters, das bindet Energie, Zeit
und Ressourcen. Also das ist eine intensive Sache. Ich bin ähnlich 50% bin ich Gemeindepräsident fanatisch mit Leib und Seele, aber bei 24 Stunden. Und man hat nicht Zeit, vielleicht wie gewisse andere Politiker durch die Straße laufen können, was auch immer. Ich muss bin verantwortlich, dass die Gemeinde vorwärts geht, dass wir unsere Arbeit auch richtig machen können. Das schlussendlich im Interesse von allen und das Allgemeinwohl. Und da meine ich immer ein bisschen mehr, wenn man da volksnah, volksverbundener, verankerter will sagen. Also, wenn ich, also ich bin, wie gesagt, mein Lebensleben beschränkt sich fast nur aus der Gemeinde Natters. Also, abends aber richtig Brig und Schuster bin ich in Natters anzutreffen. Also, da die Volksnähe, da wollte ich mich vehement verwehren, dass man sagt, ich sei nicht volksnah, ich sei nicht im Volk verankert. Lieger, vielleicht auf ein paar Projekte, die in Natters, wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, eigentlich schon am Laufen sind. Eins ist sicher das Reckadorf, oben an das Platte jetzt gerade entsteht. Ja, man hat jetzt mehrfach gehört, das ist eben Verdienst, Manfred Holzer, dass das Reckadorf überhaupt kommt. Seht ihr das auch so? Nein, das sehe ich nicht so. Der Gesamtgemeinderat hat das Projekt aufgegleisert, das Volk hat das angenommen. Und es ist im Ressort vom Präsidenten, wie ich in meinem Ressort andere Projekte habe. Und wenn man da kommt und sagt, das ist nur das Verdienst von einem, dann widerspricht man wieder dem, dass wir eine gute Zusammenarbeit oder dass der Gemeinderat funktioniert. Das sind Projekte, die vom Gesamtgemeinderat sind verabschiedet worden, die vom Volk sind angenommen worden und die vom zuständigen Ressortchef, in diesem Fall vom Präsidenten, umgesetzt werden. Es hat noch andere, der Remo Salzmann, der Bruno Lochmatter, die auch in der Baukommission und im Verwaltungsrat drin sind. Es sind also immerhin drei Gemeinderäte, oder vier sogar, die in diesen Projekten involviert sind. Du musst dich mit fremden Federn schmücken. Also erstens einmal ist nicht mein Ressort. Wirtschaft, Tourismus ist Ressort SVP, Yves Zurwera. Ich habe nie gesagt, ich habe Selbstverantwortliche. Ich war der, der das Projekt lanciert hat. Ich kann mich noch gut erinnern, ich muss vielleicht so sagen, wir sind, der Klaus Zurschmidt, der Verwaltungsratspräsident von der Bellalpane, ich als Vizepräsident mit dem Verwaltungsrat, haben gesagt, wenn wir wollen, ist in Bellalp weiterbringen, an Plattenbellalp, dann müssen wir eine klare Vorwärtsstrategie fahren. Wir haben Schwenken, dass wir einen Türöffner hatten, bevor das Gesamtschweizerisch überhaupt das Thema ist, dass im Oberwall es ein neues Rekka-Feriendorf geben könnte, haben wir uns auf Bären gemacht, haben da bei den Rekka-Verantwortlichen angeklopft, haben uns gut präsentiert. Und ich glaube, das ist der grosse Verdienst, den ich an diesem Projekt vor allem habe. Das Projekt ist lanciert worden. Ich kann mich erinnern, was ich, wie gesagt, nicht als Ressortverantwortlicher, als Verantwortlicher für die Gemeinde Natters, als Hauptverantwortlicher für die Gemeinde Natters. Und dort tut man nicht nur die Sachen, die schlecht gehen, ist der Gemeindepräsident verantwortlich, sondern auch die Sachen, die gut gehen. Wenn ich in den Rat bin und gesagt, liebe Kollegen, wir platten Bellalpen, wir vorwärts bringen, müssen wir in den nächsten Jahren 30 Millionen investieren. Und dann weiss ich, dass ein paar Leute erbleichen. Wenn ich von 30 Millionen geredet habe, dann hat man ist da, also mir vor allem, am Anfang nicht so Support gegeben. Das ist ja recht, das braucht einen Prozess. Man ist nur gekommen, gesagt, in die Stoßrichtung wollen wir gehen. Schlussendlich sind es nicht gerade 30 Millionen gewesen, aber doch noch fast 23 Millionen. Und ich glaube, das ist der grosse Verdienst, den ich in diesem Tourismuspaket habe. Und ich habe mich in diesem Paket, sagen, das ist ein finanzieller Aufwand, den wir hier betreiben. Das ist ein Quantensprung für die Gemeinde Natters im Bereich Tourismus. Da müssen wir sich einsetzen, dass wir überhaupt bei einer Stimmenbeteiligung von 2/3, also über 6% mehr, als eine Gemeinderatswahl, eine 2/3-Mehrheit finden. Das heisst, da muss Kommunikation nach außen stimmen, da müssen wir dementsprechend das Projekt auch vertreten, es ist eine Urversammlung. Und da hat sicherlich der Gemeindepräsident mit seinen Leuten, schlussendlich sind wir 7-0, sonst hätten wir die Projekte nicht durchgebracht, das habe ich immer gesagt. Gut, vielleicht nur gerade eins, es wäre ja auch falsch gewesen, wenn ob der Präsident oder wer auch immer kommt und sagt, wird jeder 30 Millionen oder was auch immer, wenn es da keine kritischen Fragen gäbe. Und da komme ich drauf auf das, was ich vorher gesagt habe. Es hat harte Diskussionen gegeben, die gibt es viel, nicht nur in diesem Projekt, in vielen anderen. Wenn man da nicht würde kritisch nachfragen und das begleiten, das wäre der Fall, hätte die wirische Aufgabe nicht gemacht. Das ist korrekt und das ist auch wichtig. Das hat aber uns eigentlich bis jetzt auch ausgesehen, der Gemeinderat-Panatus, dass man hinterfragt hat, geschaut hat, ist das für unsere Gemeinde gut und schlussendlich gemeinsam nach unseren Projekten, die eben auch in der Hauptverantwortlichkeit ist, vom Präsidenten hat können lancieren. Plattenbellalp weiterbringen, geht es euch, wenn jetzt aber Natters uns BBD austreten tut? Man hört ja so eigentlich ganz offensichtlich, dass man darüber diskutieren tut, dass man austreten will. Ist das der richtige Weg,
dass man uns BBD daraus geht. Gut, das hängt ja eins mit dem anderen zusammen. Wir geben viel, viel Geld uns für den Isle-Tourismusbereich oben an Destination Plateau Bellalpen. Die Gemeinde Naters, das haben wir eigentlich auch einstimmig gesagt, wird die ins Marketing in einer schweren Zeit von der Tourismus Wallis, Tourismus Schweiz, die wir zusätzliche Gelder von 150'000 im Jahr auf ein Jahr Probe haben wir das eigentlich gegeben, BBD, damit dass man gezielt Marketing betreiben kann für unsere Destination. Und jetzt zusammen mit der Neubahn Gondelbahn gibt es da auch örtliche Synergien, die man hinterfragen muss. Und jetzt müssen wir eine Arbeitsgruppe einsetzen, einmal intern eine Gesamtschau machen, welche Richtung wir gehen will. Wir haben Verantwortung, wir sind verantwortlich als Gemeinderat. 290'000 jährlich im BBT sind wir verantwortlich, wo fließt das Geld. Und ich glaube, so ist der richtige Weg und das haben wir eigentlich immer gemeinsam so beschlossen, dass wir in die Richtung gehen wollen. Also wird ja nicht entschieden, man tritt an uns. Nein, das ist noch nicht entschieden. Das ist eine Frage, die man sich gestellt hat, aufgrund der Vorkommnisse, die bei BBT waren. Ist man zusammengehockt oder in einer Gemeinderatssitzung und gesagt, so wie es da ist, da müssen wir über die Bücher. Und dann hat man eine Kommission gesetzt, wo der zuständige Ressortchef drin ist, ist Finanzchef der Gemeinde, der Projektleiter Klaus Zurschmidt, Leute von der Bellalpane, einer unserem Marketing und so weiter. Und die haben jetzt verschiedene Optionen aufzeigen und natürlich auch mit den Leistungsträgern im Tourismus Kontakt, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Aber man muss jetzt keinen Schnellschiss machen, man muss jetzt das über die Grundlagen erarbeiten und aufgrund von den Grundlagen, die die Arbeitsgruppe liefert, tut man nachher den Entscheidung, wie weiter mit der Gemeinde Naters, mit BBT, weil da, das ist richtig, die Gemeinde Naters gibt einen Haufen Geld und für das Geld, das wir da geben, wollen wir klare Resultate und wollen euch sicher sein, dass da für die Gemeinde Naters ein gutes Produkt rauskommt. Also, da seid ihr sicher einig, dass wir das Plot oben auf Bellalpil vorwärts bringen. Was aber da braucht, ist eine anständige Zufahrtsstrasse. Soll sie so bleiben wie jetzt? Ich glaube, das ist sicher der falsche Weg mit der Zufahrtsstrasse, die jetzt ist. Längt die Strasse, die jetzt ist? Gut, die Plattenstrasse lenkt natürlich nicht. Ich muss sagen, ich bin auch als Grossrat, haben wir sämtliche natischer Grossräte für uns quer durch alle Partien ein Postulat eingegeben. Ich glaube, im letzten Jahr war das für das Prüfen der Ausbau von der Plattenstrasse. Der zuständige Staatsrat Jacques Melli war gar nicht begeistert. Das Postulat ist leider nicht angenommen worden im Grossrat. Aber nichtsdestotrotz müssen wir da am Ball bleiben. Weil wenn wir jetzt sehen, aber mit der Fusion, mit dem Ganzen, wo man investiert für den Tourismus in Plateau Bellalp, ist die Zufahrtsstrasse nicht mehr genügend. Dazu kommt natürlich noch das war schon immer ein Thema gewesen, da Die Insel Ausgangsnaters. Und da muss ich sagen, das ist eine Kantonsstrasse. Das ist natürlich der Kanton, der da die Hauptverantwortung hat. Aber da müssen wir dann vielleicht nach dem Wahlkampf mal wieder drüber zusammenhocken und diskutieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, die Gemeinde Naters akzeptiert das nicht. Wir machen überparteilich, wieso nicht eine Unterschriftensammlung mit den Birgischer, dem Munder, mit den Blattner. Was man sagt, das ist einfach lächerlich. Das akzeptieren wir nicht. Man muss für die Lärmberuhigungsmaßnahmen, das ist ja der Grund für die Insel, andere Massnahmen finden, dass man da irgendeine andere Lösung findet. Wir sagen, wir ist natürlich, das war ein Süflagenprojekt. Lärmsanierung an der Plattenstrasse aufgrund von einer Petition der besorgten Anwohner. Und das hat euch gezeigt, dass wirklich zu viel Lärm ist auf der Strasse. Da hat der Kanton als Bauherr und Eigentümer von der Strasse das Projekt aufgelegt. Und wir müssen sagen, der Franz weiss das, wir haben vehement wegen sogenannten Fußgängernase, die wir da noch hätten wollen platzieren, haben wir eingesetzt, dass man die nicht so in der Form macht. Man hat dann nachher von einer Fußgängernase-Light-Version, da hat man dann immer noch das Hindernis im Strassenrand gehabt. Und jetzt ist schlussendlich ja so ein beiger Strich, würde man sagen, was so aufgezeichnet ist. Ich glaube, das können wir akzeptieren, weil sie müssen ja von den gesetzlichen Vorschriften, wenn sie eine Lärmsanierung machen, und euch mit baulichen Massnahmen das Tempo reduzieren. Und der Franz weiss auch, wer ist oben an. Der Gemeinderat vehement gegen die Insel eigentlich eingesetzt. Wie gesagt, das ist, wir haben nie erfahren, wir haben nie Hindernisse in Naters, politisch und andere Hindernisse daraus getan. Das ist nicht gut, lädt das auch weg. Und jetzt geheiss er, liebe Gemeinde, wir haben einen Auftrag, wir müssen das so machen, sonst können wir die Lärmsanierung nicht gesetzeskonform umtun. Jetzt aber ist klar,
die Erfahrung ist, Winter wird es zeigen und vielleicht merkt man, dass das wirklich nicht eine gute Sache ist. Wir haben jetzt eine halbe Stunde hier zusammen diskutiert. Wenn ich jetzt so zusammenfassend wollte sagen, so sehe ich doch zwei engagierte Kandidaten, zwei Kandidaten, die mit Leib und Seele nahtischer sind und sicher das Dorf weiterbringen wollen. Vielleicht als abschließende Frage, Manfred Holzer, warum soll das Volk am 11. November die Stimme geben? Ich bin überzeugt, dass ich sehr gute Arbeit geleistet habe. Das habe ich eure Rückmeldungen gekriegt. Und ich finde es wichtig, dass wir endlich die Strategie, so wie wir sie gefahren haben, mit dem Präsidenten am Rüder als Kapitän, dass wir jetzt vorwärts machen, 4 Jahre die Projekte, die so wichtig sind für die Gemeinde. Also, ich bin einfach überzeugt, das wäre nicht im Interesse der Allgemeinen, im Interesse der Gemeinde, wenn man jetzt dann Wechsel zuvorderst an der Spitze macht. Es ist besser für das Klima im Rat, es ist besser für die Gemeinde als solches. Und darum hoffe ich auf die Wählerinnen und Wähler, dass sie einfach im jetzigen Zeitpunkt das sehen, dass das nicht der richtige Weg ist. Insbesondere, weil der Franz die Politik will weiterführen, wann sie jetzt unter meiner Führung eigentlich gemacht hat. Das geht ja nicht, er sagt ja, es soll nicht besser werden, es soll anders. Und man hat ähnlich von der Hauptrichtung, Stoßrichtung, ist man gleicher Meinung. Und das ist, glaube ich, von mir aus gesehen, die wichtige Botschaft, die Wählerinnen und Wähler von Atters. Und ich hoffe, dass das euch sehen. Und die Verantwortung ist eine grosse Verantwortung, die die Wählerschaft da hat, dass man das euch dann bewusst ist und mir das Vertrauen schenkt. Franz Ruppen, warum soll das Volk auch das Rüder geben? Präsidentenwahlen sind Personenwahlen. Das nordische Stimmvolk hat mir zweimal in den letzten Nationalratswahlen und euch in diesen Gemeinderatswahlen klar das Vertrauen ausgesprochen als Höchstgewählte. Ich bin gerne bereit, die Verantwortung zu übernehmen und mich mit Engagement, mit Herzblut für die Gemeinde Nordisch einzusetzen. Ich habe es gesagt, die Leute kennen mich, ich kenne die Leute, ich kenne das Dorf, ich bin in dem Dorf umeinander. Ich bin gerne bereit, die Arbeit zu übernehmen und mich einzusetzen. Es ist klar, Projekte, die da sind, da kann man, es ist immer irgendetwas nicht fertig, da kann man immer im Amt bleiben und etwas weiterführen. Es gibt immer Wechsel. Und wie gesagt, ich bin gerne bereit, das zu übernehmen, euch die Projekte umzusetzen, die das Volk angenommen hat, aber nachher euch einen Finger auf die Finanzen zu setzen und die Gemeinden so wieder zu konsolidieren. Der Wahlkampf geht noch ein paar Tage, es geht noch ein Moment bis zum 11. November. Ich wünsche euch Durchhaltevermögen bis zum 11. November und sage merci vielmals, dass ihr jetzt Gast war in unserer Sendung. Wie gesagt, am 11. Merci. November sind die Nordisch Präsidentenwahlen. Entscheiden muss schlussendlich das Nordischer Stimmvolk, wer schlussendlich gewählt ist. Das erfordert natürlich als erstes auf Herrenruhe.